Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen in Amerika. Möchte ich euch auch ganz herzlich jetzt auf der Straße begrüßen, wo wir unterwegs sind. Wir sind zu viert unterwegs. Und zwar einmal hier vor mir die orangene Heritage. Und dann ich fahre auf der grauen und mein Bruder fährt hinter mir auf der blauen, nicht mal Heritage, Streetlight. Wir haben Upgrades bekommen, Leute. Upgrades, Upgrades. Upgrades, people, upgrades. Dann haben wir noch einen praktisch extra dabei, meine Mutter. Die fährt in dem Mustang hinter uns. Ich wollte euch einfach mal begrüßen zu unseren Fahrten in Amerika. Wir sind jetzt wirklich gerade praktisch erst los, so vor 20 Minuten. Lass es das maximal sein. Wir sind dran am Gewöhnen, uns dran zu gewöhnen, wie das ist, mit der Streetlight zu fahren. Es ist ein bisschen ungewohnt, die Kupplung zu drücken, da man ja hier jetzt wirklich sehr zurückgelehnt sitzt, im Gegensatz zu unseren normalen Sportbikes, Tourern etc. pp. Aber ich würde sagen, es wird immer besser, finde ich. Man gewöhnt sich schon daran. Es ist eigentlich auch ganz angenehm, muss man ehrlicherweise sagen. Ein bisschen so ein Faulenzer-Bike, würde ich fast schon sagen. Aber wirklich sehr geil. Ich werde von rechts überholt. Ja, das ist der von hier. Der hat irgendwie kein Kennzeichen. Das hat er ausgedruckt. Ja, aber vorne auch nicht. Hier sind erstaunlich viele Blinker rot. Ja, also der soll die roten Blinker hier haben. Ist bei uns verboten. Ja? Links ist ein Auto mit Suicide Boys auch draufgeschrieben. Funny. Nicht zu viel Schräglage, Jungs, gell? Aufsetzen. Stimmt, wir müssen uns mal anschauen, wie viel Schräglage die hier eigentlich hat. Also wir haben nur die Heritage angeschaut. Also da drüben gibt es ein Biermarkt, das ist... Oh ja, den Kaffee! Starbucks. Ja! 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 Jetzt schon! Ja! Imperial Liquor. Ja, das ist ein falsches Getränk. Wir wollten Wasser und keinen Schnaps. Ich würde immer den Killswitch benutzen, Papa. Dann ja, der Ständer macht nicht aus. Der Ständer macht nicht aus. Das habe ich Alkohol gekriegt. Richtiger Harley-Rider hier. Ja. Teilzeit. Teilzeit-Harley-Rider. Und nicht vergessen, am besten mit beiden Bremsen bremsen, damit man auch 100% der Bremskraft erhält. Wie sie so schön in dem Video gesagt. Das war gut. Das war echt super in dem Video. Dass man mit beiden Bremsen bremsen soll. Ja. Das war wirklich so nur mit der Motorbremse und dann mit den Beinen. Ja, das war wirklich so ein Video für, du bist seit 20 Jahren nicht mehr Motorrad gefahren. Ja, aber voll integral da warm, also von dem her dabei, bloß an einer ziehen. Ja, das gibt's auch, ja. So weit ist Harley noch nicht gekommen, dass man voll integral irgendwie integriert. In die kleinen. Ja, Maschinen. Da kostet die Maschine auch nicht genug dafür, dass sie sowas einbauen können. Die sind ja so ganz am unteren Spektrum vom preislichen. Ja, genau. Ja, das ist 26.000. Oh. Ja, ganz wenig für so ein kleines Motorrad. Oh. Ich weiß noch nicht, ob ich das als Vorteil sehen soll, dass man hier weniger Wind abkriegt. Ich meine, jetzt gerade ist es mir einfach nur warm. Allerdings, wenn es vielleicht irgendwie dann mal nieselt oder so, könnte das ganz praktisch sein, wenn man dann weniger abbekommt. Ist was hören, Alex? Was hast denn du dagegen, in der Mitte zu fahren? Ich so sehe euch auch gerne vor, aber so sehe ich euch auch gerne. Ja, hallo! 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 Können wir Winke-Winke zu dir machen? Bin die ganze Lei ganz links. Jetzt links. Hallo! Der Nissan ist aber auch nicht schlecht. Der hat eine interessante Farbe. Der Nissan jetzt links von uns. Und jetzt war schon 30. Ja? Der hat eine interessante Farbe. Das ist mir eingefallen. Aber hey, gut, dass wir in dem letzten Sicherheit, in dem Kurventraining so viel drücken hatten. Weil wenn wir jetzt hätten wir dann nur liegen gelernt, dann wäre das bei den Bikes ein bisschen schwierig gewesen. Etwas, ja. Wir haben einen Schmetterling gefunden. Oh, das hat man sogar klatschen gehört. Wie oft seid ihr schon aus Versehen auf die Hupe gekommen beim Blinken?
Zweimal. Ah. Ist mir gerade so aufgefallen, die liegt ja echt nah dran. Ich komme vor allem oft auf den Ausschalter. Wenn ich mit meiner Hand kurz an meinem Helm was mache und dann wieder zurückwisch, dann mache ich auch ganz gerne mal aus. Jetzt stand da vorne, glaube ich, der links, nicht da, wo der ist, von der Fahrt, sondern der Last kommt da vorne. Du rechts. Rechts. Ah, Entschuldigung, rechts. So, wie war links, rechts? Ah, ja. Wir können aber auch einfach zu einem Barbecue gehen und uns da das Barbecue machen lassen und essen. So ein schönes ja. Brisket oder so. Ja. Oh ja, das hätte auch was mal. Nein, das kommen Kurven. Bitte nur 30 Meilen fahren. Oh. Wir wollen einfach, dass man keinen Spaß hat beim Fahren, ne? Das wäre so eine Strecke, die lohnt bei 100. Das werden sehr langsame Kurven, die für 16 Tage lang. Von den blauen Bergen kommen wir. Singen wir Reiselieder. Oh ja. Genau das wolltet ihr, oder? Ja. Zwei Schulbusse hintereinander. Hey, Robert, diese Felsen, die schauen halt gerade aus da. Ja. Sieht aus wie diese Männchen, die man so am Strand baut. Oder ja, genau. Felsen oben. Aber nur ein bisschen größer. Oh, da gibt es die Postkästen hier am Straßenrand. Mhm. Ich vermute mal, weil die alle sehr weit auseinander wohnen. Ja, es sind richtig viele so kleine Lodges über den ganzen Berg da verteilt. Oh, da kommt ein Motorrad. Oh, zwei Biker! Hey! Die können auch grüßen. Ich verstehe nicht, warum die in Deutschland nicht grüßen können, die auf den fetten Maschinen. Ja, weil die kleine Tüpfelklatscher sind, deswegen. Also wirklich. Der Hollyfahrer grüßen ja nicht einmal eine große, dicke BMW. Ich denke, dass sie was Besseres sind, aber es ist halt ineffizient. Meinst du, wir werden jetzt gerade nur gegrüßt, weil wir auch Harleys fahren? Ja, ja, wahrscheinlich. Oh. Kann sein. Ich hatte das Auto vorher schon ermahnt, dass ich die Hände am Lenkrad lassen soll. Aber warte mal, wir haben Sonne und leichten Regen. Jetzt müssen wir den Regenbogen suchen. Ich glaube, das gab es auch noch nicht oft. Eine Harley mit einer 360 drauf. Ich bin sehr gespannt, wenn wir dann zurückkommen und dann wieder auf unseren eigenen Bikes sitzen. Ob da werdet ihr wahrscheinlich weinen. Ob wir das besser finden? Ich schau mal, ein großer See.